Ja, zum einen schon mal, ich liebe mein Internet, dass es mich wieder rausgekickt hat. Wie. Ich weiß auch nicht warum. Den Router Reconnect, den habe ich eigentlich auf 14, 15 Uhr, glaube ich, gestellt oder 16 Uhr. Also, ich check's nicht. Aber gut. Egal. Wir waren gerade beim Thema Geld und das Spielprinzip. Wie gesagt, ich sollte wahrscheinlich eigentlich alles, was mit Paid bei dem Spiel zu tun hat, ignorieren. Und einfach nur die Story schön spielen und erkunden. Auch wenn ich nicht das Optimum rausholen kann. Ich liebe es auch, wenn ich rausgeworfen werde, dass er dann Tastatur immer wieder auf, also Gameplay auf Tastatur umstellt. Das ist auch nervig. So. Wo war ich jetzt gerade? Achso, hat er mich ab da nicht mehr genommen? Okay. Dann ist ein bisschen mehr von meinem Satz, glaube ich, verschwunden gerade, aber egal. Ich wollte einfach nicht die Herausforderung machen, weil ich dachte, es wäre ein Teleportpunkt. So. Okay, das ist eine Monsterverwirbelung. Oh, scheiße. Was ist denn das für einer? Der ist auch wieder neu, oder? Nee, der ist nicht neu. Falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf. Ach komm, machen wir einmal so. Die regeneriert eh automatisch jetzt. Und das ist jetzt. Das müsste eigentlich gut Damage machen. Achso, du bist der Elektro-Typ, genau. Gebt mir euren Loot. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich von dem System halten soll. Es ist halt da. Keine Ahnung. Zack. So, der ist voll, der ist voll. Die ist voll. Sie ist voll. Okay. Cool. Lass mich raten, das ist der Eingang. Nee, das ist der Eingang ganz am anderen Ende der Welt. Okay. Das heißt, hier ist nichts, oder? Muss ich ja schön einfach gemacht mit der Barriere jetzt hier. Dass da gar nichts sein müssen, großartig. Genau, wo war ich genau? Das Spiel ist ja schon, es sieht halt nicht wie ein x-beliebiges Mobile Game aus. Es hat halt echt Qualitäten eines AAA-Titels. Mehr oder weniger halt. Wenn man über so manche Sachen hinwegguckt. Wenn, es ist ja auch noch nicht fertig, das Spiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich, wenn ich das Erdkönigreich fertig habe, dass ich dann erstmal das Spiel ignoriere, außer halt die Daily Quests für den Battle Pass jetzt im ersten Monat. Und dann werde ich es wahrscheinlich erst in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder anrühren. Oder dann, wenn es gut Content gibt. Und dann halt weiterspielen. Klar, mir wird dann bis dahin eine ganze Menge an Events wahrscheinlich durch die Lappen gehen. Und Gratisziehungen. Aber, naja. Mein Standard-Team habe ich jetzt ja quasi. Mehr oder weniger. Ich würde KI eventuell noch gegen Chong Jung austauschen. Für den Claymore halt im Team, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Naja. Naja, naja, naja. Das schöne Wort, naja. Nee, ich muss mal gucken. Weil je länger ich drüber nachdenke, desto. Weil, wenn ich drüber nachdenke, dass ich halt das Spiel. Es ist halt noch nicht fertig. Ich hasse es, wenn Spiele nicht fertig sind und ich habe sie angefangen zu spielen. Deswegen, das ist jetzt so ein extrem blödes Dilemma, mehr oder weniger. Weil irgendwie, ich mag das Spiel, ich würde es gerne durchspielen von der Story auch, aber es ist halt noch nicht fertig. Falls es halt erst in ein paar Jahren weitergeht. Oder in einem halben Jahr oder so geht es groß erst weiter, vielleicht. Ich glaube, im November kommt das erste Update und im Dezember das Update hat halt erst dann quasi das nächste Gebiet. Na klar, man kann natürlich damit dann den Daily Logins, kann man halt auch den Abenteuerpass weitermachen. Aber
Ja. Ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben. Ob ich echt Bock drauf habe, jeden Tag die Dailies zu machen. Ja, es sind nur 10 Minuten, wenn ich eben schnell durchrenne. Ja, pro Woche auch schon wieder eine Stunde. Wobei ich die am ehesten wahrscheinlich noch auf der Arbeit machen würde, nebenbei. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Datenvolumen das Game hier zieht. Öffne von 50 und die Truhe. Wo denn? Ach so, ja, 10 Sekunden sind schon weg, nur dafür, dass ich. Ja, nee, das wird nichts. Da warte ich jetzt ab, bis das Ding wieder weg ist. Wow. Mal schlecht. Oh Gott. Ich habe mich echt die letzten vier, okay, die letzten 5 Stunden nicht mehr großartig bewegt. Echt, boah. Was sagen, wo ist mein Sound hin? Aber nee. Es war einfach nur das Geräusch von der Mission. Ich meine, ich glaube, andere haben schon mal geschrieben, wenn sie sowas spielen wollen mit diesem Erkunden, dann spielen sie einfach mal Breath of the Wild. Kann ich fast unterschreiben, aber Breath of the Wild hat halt keine neue Story. Und keine neue Umgebung. Von daher ist das hier schon ganz nett. So, kann ich es diesmal machen, ohne dass ich gucken muss, wo ich hin muss? So. Wieso hat das jetzt keinen Boost gegeben? Oh, das ist so behindert, diese Dinger. Die sind echt ungenau programmiert. Jetzt bin ich gerade in Meckerlaune, merkt man das? Keine Ahnung. Wieder warten. Yay. Nee, ich weiß nicht. Das ist. Ja. Ist natürlich so ein Spiel, das kann man sich natürlich auch einteilen. Jeden Tag 2, 3 Stunden. Und dann war's das. Aber. Da kommt man halt auch nicht großartig voran. Zumindest nicht bei meinem Spielstil. Damit ich ansatzweise weiterkomme, muss ich ja schon ein paar Stunden spielen. Ja, wieder nicht erwischt. Ich aber jetzt, oder? Ja. Okay, man hat 50 Sekunden Zeit und man braucht 30, 20. Ungefähr. Plus minus 5. Ja, plus 5. So. Jetzt bin ich wieder ganz hier. Super. Wollte ich hier ganz sehr? Nein, ich wollte jetzt eigentlich erkunden hier. Wie gesagt, so genau die Kisten, die meisten sieht man ja eigentlich. Wie gehe ich jetzt eigentlich rum? Ich gehe jetzt. Erstmal den Norden ablaufen, glaube ich, oder? Könnte am sinnvollsten sein. Nein, falscher Knopf. Ach ja, gegen euch brauche ich halt Feuer eigentlich. Der komische Magier hier geht auf den Sack. Der Erdmagier. Du brauchst gar nicht abhauen. Hallo? Oh ja, das macht Damage. Oh, das macht Damage. Das macht gut Damage. Ja, wie gesagt, das war das, was mich am meisten irritiert hat. 7 Städte. 2 sind mittlerweile am Anfang verfügbar. Und trotzdem ist man schon Level 90 dann teilweise. Oder halt ungefähr in dem Bereich. Ich will gar nicht wissen, wie viele EP-Bücher man später braucht für ein Level-Up.
Ja gut, das kann natürlich auch irgendwann theoretisch einschränken. Wenn man halt keine Level-Ups hat, weil man keine Bücher mehr hat. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber es wird auch wieder so, keine Ahnung, so ein Nebenproblem fast schon. So irgendwie auch eigentlich brauche ich Feuer in meinem Team. Eigentlich brauche ich Feuer. Das ist echt nervig gerade. Genauso mit Items upgraden. Das ist halt, es ist möglich, aber es kostet halt auch extrem viel irgendwann. Das sind alles solche Sachen, die hast du in guten Singleplayer-Games halt leider nicht. Also A-Games. Das Ganze dann doch ein bisschen humaner noch. So, na, falscher Charakter. Zack. Zum Beispiel sie auch. Wenn sie einen Kristall bekommen hat, dann ist sie wohl, ja. Dann machen ihre normalen Basisangriffe auch Flammenschaden. Was auch irgendwie bescheuert ist, wenn man sie halt zweimal ziehen muss, damit sie Flammenangriffe macht, ohne ihren komischen Wehren. Aber beide kostenlosen Feuertypen können kein Feuer von sich aus machen. Das ist echt nervig irgendwie. Naja. So. Karte. Nein, in die Richtung gucken. Erstmal den nördlichen Teil jetzt hier angucken. Achso, ich kann aber mal, bevor ich das vergesse. Essen. Hier. Dann noch zu Barbaras Ding. Windmühlen, bla bla. Zack. So. Ich muss eigentlich nur auf die Karte achten und gucken, ob da irgendwie was aufleuchtet. In die Richtung von Sternchen auf Karte. Das ist noch so ein kleines Ding. Da ist ein Teleporter. Wieso ist der nicht hier unten? Ich ein Teleporter. Wir sind auch dran. Danke für den Follow, Sess. Und komischerweise, der Alert ging jetzt wieder. Aber gut, ich habe auch gerade den Stream neu connected halt. Durch den, hier reconnect halt. Vom Router oder so. Keine Ahnung. Diese Gegner verbleibende Zeit. Noch nicht immer Feuergegner. Achso, schmelzen wir Feuer auf Eis. Ja, okay. Okay, einer. Zwei. Okay, das ist der letzte. Komm, schnell, schnell. Das war knapp. Okay. Ah, so. Barbara heilt bitte mal wieder. Zack. So. Oh. Oh, das war eine sehr interessante Kombination. Okay. Lass ich raten, diese Windschleime, die sind vielleicht nur in dieser Region anzutreffen. Wobei, nee, die anderen Schleime kann man ja auch in der Region treffen. Schwachsinn. Was ist das für ein komischer Wind hier? Fuck. War der schon die ganze Zeit hier? Naja, Wind ist ja hier die ganze Zeit schon. Da ist schon wieder so ein dummer lilaner Kristall. Ich habe jetzt keinen Bock zu wechseln wieder. Von daher. Ignorieren. Und auf euch habe ich eigentlich auch keinen Bock. Auf euch lila, auf euch Steintypen, weil euch kriege ich auch nicht down. So schnell. Ihr seid halt tanky as fuck. Muss ich so gucken, jetzt wenn ich Urlaub hab ab nächster Woche. Da wollte ich ja sowieso nur, was heißt, wollte nur, ich wollte glaube ich jeden zweiten Tag nur das hier spielen. Zumindest ja, effektiv. Daily Quests mache ich halt dann für mich und so ein Kram, aber
effektiv erkunden und spielen, das wollte ich nur jeden zweiten Tag machen. Die Tage dazwischen wollte ich halt die ganzen angefangenen Sachen mal beenden. Sprich, nach einem Jahr endlich mal Luigi's Mansion 3 vielleicht. Und all sowas. Aha. Bist du mein komisches Ding, was ich haben möchte? Ach nee, komm, warum denn? Kann ich das so machen und dann irgendwie so? Okay. Sie macht relativ guten Damage dann sogar dagegen. Okay. So. Der Stein, den können wir noch kaputt machen. Tatsache. Ich habe meinen komischen Energieklumpen. Der muss. Wohin? Hier gibt es mehrere von den Energieklumpen. Halt. Da ist irgendwo. Ah, da oben. Okay, da finde ich auch noch so wieder hin. Die Musik ist aber gerade hier ganz schön laut, teilweise. Kann das sein? Ich kann das gerade schwer einschätzen. Sie ist zumindest auch mal öfter da als zu Anfang. Sie ist mal vorhanden zumindest. Könnte aber fast schon zu laut sein, glaube ich. Das ist relativ offensichtlich, dass da was ist. Ich gleich hin. Ja, hier ist eigentlich auch. Eigentlich ist hier alles offensichtlich. Wenn man es genau nimmt, ist alles offensichtlich. Hallo? Verlasse das, bitte. Danke. So. Barbara heilt mal alle. Weil die füllt das Ding ja eh nebenbei auf. Alle 10 Sekunden um einen Punkt. Ich muss mehrere davon sammeln, oder wie jetzt? Es wundert mich jetzt aber doch. Warum auf einmal mehrere? Einer hat auch nur einen gebraucht. Okay, 3 Stück pro Gebiet, was? Okay, Ausdauer. So, hier oben drauf sehe ich jetzt nichts Spezielles. Oh Gott, Hilfe. Nein. Hoch mit dir, danke. Oh, du bist. Warum bist du nur so? Warum hältst du dich nicht fest? Warum. Ja, Ausdauer weg, aber festhalten, wenn man fällt, das ist eigentlich was. Wenn ich den Bereich verlasse, dann gehen die Dinger wieder weg, oder was? Okay. Interessant. Aber erst das Gebiet hier erkunden, bevor ich jetzt irgendwas mache. Bis ich hier irgendwas hier verpasse. Nicht, dass es hier was zu verpassen gibt. Yeah! Moment. So. Ich habe auch überlegt, ob ich eventuell erstmal nur Mondstadt spiele. Und danach dann erst Richtung Leo gehe, aber. Ist halt auch blöd, wenn ich jetzt den Battle Pass geholt habe. Wenn ich nur den Mondsing geholt hätte, wäre es okay gewesen. Weil der Battle Pass, der will ja auch, dass ich nach Liebe gehe. Weil ich merke nämlich bei diesem Spiel, dass es doch teilweise. Es ist teilweise echt anstrengend, nonstop das Spiel zu streamen. Aber ich würde halt jetzt auch nicht unbedingt das abbrechen wollen. Weil wenn ich das für mich alleine weiterspiele, dann spiele ich halt alle anderen Spiele im Stream auch nur noch 2 Stunden oder so jeden Tag und. Danach renne ich dann hier alleine halt rum. Das ist auch vielleicht. Vielleicht ist das gar nicht mal so blöd, dass ich vielleicht nur die Story-Dinger noch aufnehme. Das ist vielleicht auch nicht. Also aufnehme am Streamer. Das ist vielleicht auch eine Idee.
Könnte man sogar fast drüber nachdenken, dass ich noch den Story-Part dann nehme. Und alles andere, was zum Erkunden gehört. Dann für mich so mitnehme. Weil spannend ist ja was anderes eigentlich. In den meisten Fällen zumindest. Und wenn man wirklich klar drüber nachdenkt und das Ganze mal wirklich neutral sieht, es ist halt eigentlich, es ist ein, praktisch gesehen, es ist ein Walking Simulator. Laufen, einsammeln und ist jetzt nicht so wie am Anfang, dass man halt irgendwie was Neues sieht. Klar, im Endeffekt das gleiche war halt auch mit Breath of the Wild dann der Fall. Da hat man auch nicht so viel Neues dann irgendwann mehr gesehen. Eigentlich, klar, vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit, die interessant war, aber jetzt nichts Weltbewegendes eigentlich. Zack. Dementsprechend, die Rätsel werden immer die gleichen bleiben, die Gegner bleiben die gleichen. Und der Abgrund ist halt auch, ja, der Abgrund halt. Das ist mehr oder weniger halt die Challenge hier im Spiel. Je nachdem, wie viel Geld man halt rein investiert, wie viel man halt an Leveln zur Verfügung hat. Die Waffen. Das macht es halt mehr oder weniger schwerer oder überhaupt schaffbar nach und nach. Zack. Gehört hier aber auch wiederum nicht zum Hauptmerkmal, sag ich mal. Der Abgrund. Auch nur so eine extra Bonusaufgabe, Challenge-mäßig oder wie auch immer. Wenn's nimmt. Puh. Eventuell redet, ja, eventuell spricht er auch gerade bei mir dann, keine Ahnung, ich brauche das Wort nicht, aber vielleicht ist der Hype bei mir mittlerweile, so nach 50 Stunden Spielzeit, doch so ein bisschen abgeflaut. Was das Erkunden angeht, weil, ja, ist halt recht oft das Gleiche. Oder ist es jetzt gerade einfach nur nervig, weil das Gebiet hier so ein bisschen, ja, keine Ahnung, eintönig ist, bisschen groß, offen, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Zack. Okay, da vorne ist. Ah, da ist die, okay. Hopp. Dein Scheiß Ernst, dass du da einfach runterrollst? Wow. Hättest du da nur festhalten müssen, eigentlich. Dass wir diese Elektrodinger echt nicht anders machen können, ist auch ein bisschen. Herausforderung? Nee, erstmal will ich das Ding haben. So, dann will ich die ganzen Blümchen hier haben. Die Windmühlenblumen. Okay. Windmühlenaster. Nennen wir sie halt so. Da war noch so ein Ding drauf, genau. Vor allem, ich würde schon ganz gerne bis spätestens nach dem Urlaub mit dem Spiel weitestgehend fertig sein, eigentlich auch. Weil im November kommt dann ja eh Age of Calamity. Was ich wahrscheinlich eh für mich spiele, aber ja. Man könnte es ja auch im Stream angucken, vor allem. Oder ich muss gucken, dass ich eventuell nicht mehr so viel auf einmal spiele. Das kann natürlich auch sein. Die letzten Tage, wo ich jetzt gestreamt habe, habe ich halt relativ viel gestreamt und teilweise noch danach aufgenommen, wie gestern. Das ist schon nicht wenig. Bis man fertig werden, wenn im November ein Update kommt. Ja gut, im November ist aber nur ein Event, meine ich, oder nicht? November war doch nur am 11., glaube ich, ein Event. Und im Dezember kommt doch erst das Drachenberggebiet oder so, habe ich gelesen. Ich gehe ja von diesem Drachengradgebiet aus, da vorne beim Mondstadt noch.
1.1 Update. Sie haben nur die Events angekündigt, aber das wird nicht alles ein Patch sein. Ja, wird nicht, aber im 1.1 Patch sollte ja auch ursprünglich, also die Leute dachten ja, es kommt ja am 12. raus, diesen Monat. Was natürlich utopisch gewesen wäre, nach 2 Wochen schon das erste Update. Und es hieß ja, dass sie das Gacha-System überarbeiten wollen. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, keine Ahnung. Ich meine, mir macht es Spaß. Aber ich sag mal so, was mir halt gerade zum Nachhinein eingefallen ist, bei diesem Erkunden, was man jetzt hier macht. Das macht nebenbei auch gerade extrem viel Spaß, das Ding kaputt zu hauen. bei diesem Erkunden halt, wie jetzt gerade, neben der Hauptquest halt. Es ist ja nicht schlecht an sich. Ich wollte auch eigentlich hier runterspringen mit einem Volldamage-Moment. Genau so wollte ich machen. Das ist ja nichts Schlechtes und das kann man gut machen. Aber es fühlt sich irgendwie. Keine Ahnung. Ich könnte halt so gut nebenbei Serien laufen lassen, die ich nebenbei laufen lassen könnte, wenn ich hier rumrenne und erkunde. Da würde ich halt 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich meine, jetzt schlage ich gerade 2 Fliegen mit einer Klappe, indem ich halt streame und Anführungsstrichen Content aufnehme, generiere, wie auch immer. Und damit meinen Spaß habe. Aber das könnte ich halt auch machen, aber halt dann mit anderen Spielen. Die mehr oder weniger vielleicht fast schon interessanter werden als jetzt hier. Da ist noch eine komische Echse. Ab. Fast noch interessanter sein könnten, als wirklich jetzt hier einfach nur so rumrennen. Und Sachen einsammeln. Kommt auch drauf an. Ich muss halt auch bedenken, wir haben es gerade unter der Woche. Wir haben jetzt Donnerstag früh. Und da sind halt im Schnitt meistens eh mal weniger Leute online als am Wochenende. Zumindest um diese Uhrzeit, sag ich mal. Und wenn mehr Leute da sind, oder mehrere Leute, und man halt irgendwelche tollen Chat-Themen hat, scheiße, dann. Moment, kann ich dich nass machen? Nein, kann ich nicht. Ganz im Ernst, kann ich Eis echt nur mit Feuer so. Wieso gibt es so viele verlebte Eisgegner? Wenn. Ja. Oh, du bist fast tot. Ja. Barbara. Achso, du hast noch gar keinen. Na, mach mal das. Du hast ja eh sonst gerade nichts Besseres zu tun. Barbara. Barbara, ich wollte nicht mit dir kämpfen. Hallo. Könntest du mal aufhören, nonstop eingefroren zu sein? Meine Fresse. Richtig Krise. Ja, wenn man halt dann irgendwie Chat-Themen hat, dann ist es eventuell ein bisschen spannender. Ich glaube zum Beispiel bei Breath of the Wild war ich relativ häufig damals im ersten Mal spielen, auch im Discord nebenbei. Und habe da so ein bisschen zugehört. Achso, die Blume hat mich jetzt. Okay. Jetzt habe ich die Blume eingefroren. Das akzeptiere ich. Okay. Vor allem, es ist halt. Ich meine, Stream an sich ist ja jetzt auch nicht so leicht, aber bei so einem Spiel mit relativ wenig Vorgaben, es ist ja so ein bisschen. Ich vergleiche es mal mit Minecraft-Let's Plays von den Anfang 2010 ungefähr. Also nicht Anfang 2010, sondern so um 2010, 11, 12 rum. Anfang der 10er Jahre, des 2010er. Da war ja Minecraft so das populärste überhaupt zum Let's Playen damals, wo es gerade groß wurde. Sowohl Streams, ach, sowohl Let's Plays als auch Minecraft, meine Güte. Und das war schon damals, wenn man nicht gerade Multiplayer zu zweit spielt und am Labern ist, war das echt ein sehr schweres Spiel eigentlich zum Let's Playen damals gewesen. Also ich bis heute wundert, wie Kronk es damals geschafft hat, da echt so viel nebenbei zu labern. Vor allem teilweise über mehr oder weniger sinnvolle Themen auch. Das könnte jetzt eventuell in die Hose gehen. Okay, ja. Ich war doch schon oben. Jetzt bin ich am Baum runtergeglitscht. Meine Güte. Ja. Nee, das, da gehört schon was zu. Und das ist halt auch anstrengend und schwer. Das ist mit Steam halt leichter, dass man halt irgendwie in Anführungsstrichen irgendwas machen kann.
Achso, okay. Anemo-Schleime, okay. Ja. Eins. Wo sind die anderen? Achso, muss sie suchen. Zwei. Drei. Ah, guten Morgen, Tame. Mich haben alle allein gelassen. Jetzt bin ich mad. Wir haben alle allein gelassen? Wo? Hä? Wie, sie haben dich allein gelassen? Wir lassen dich nicht allein. Nein, ich dich auch nicht. Außer wenn ihr mir sagt, dass ihr ins Bett geht, weil sobald ihr ins Bett geht, werde ich wahrscheinlich auch offline gehen und werde dann ein bisschen Pause machen, hab ein Essen und dann werde ich für mich noch ein bisschen weiterspielen, dann offline halt aufnehmen. Aber da muss ich eventuell auch nicht so großartig viel reden. Also ich rede auch dann relativ viel, wenn ich offline aufnehme, ohne Stream. Aber da kann ich auch mal so ein bisschen abschweifend sein und mir die Gegend angucken. Und nicht nonstop irgendwie mir irgendwas aus den Fingern ziehen. Meine Idioten, mit denen ich immer zocke, sind alle schlafen gegangen. Oh. Ja, das kommt mir bekannt vor. Nur dass die Idioten, mit denen ich eigentlich immer zocke, keine Zeit mehr für mich haben und nachts eh nie wach sind. Ich gucke da so Shinki und Voice an. Und je nachdem, mit wem ich was spiele, halt Pat und die anderen. Yossi, Lu. Na gut, Pat ist auch berufstätig. Lu auch. Yossi auch. Voice mittlerweile auch. Shinki ist im Homeoffice. Der ist eigentlich auch online abends, immer bis 20 Uhr, aber halt immer bei Granny auf dem Discord und da kommt halt jeder dazu, der gerade zocken möchte. Und ich habe keinen Bock auf die anderen Leute. Ganz einfach. Weil, nee, mit Shinki oder Leo zusammen, dann zu dritt zocken, okay. Wenn dann noch dann irgendwelche anderen Deppen dazukommen, die ich nicht kenne, dann wird's mir das zu viel. Die Leute von Lu, die nehme ich auch nur mit oder die ertrage ich, weil die kennen halt Lu und Lu sucht sich jetzt nicht unbedingt Deppen aus, mit denen sie dann was zu tun hat. Okay, es gab da ein oder zwei, aber wer hat die nicht? Keine Ahnung. Das ist eher mein Problem. Warte mal, ich. Ja. Ja, ich hasse es, gegen euch zu kämpfen, weil ich kann euch nicht wegwirbeln. Mir ist der Schlaf ekelhaft. Ja. Immer diese Leute, die Tagschichten haben. Geht ja gar nicht. Wie können die es wagen, Tagschichten zu haben? Ich finde es übrigens toll, dass Barbara ein Healer ist, der aufgrund seiner HP heilt. Aber ihre HP sind relativ gering, standardmäßig. Ich finde das Problem an dieser Sache. Ein Heiler based on HP, der keine HP hat von Grund auf. What's the hurry? Die hat jetzt auch nur über 6000 HP, weil ich ihr 1000 durch das Abenteurer-Set gegeben habe. So. Stimmt, da war immer noch das komische Wabbelding. Hat sie nicht? What's the hurry? Ist mir nie aufgefallen. Ja, ich gebe dir jetzt mal den Vergleich. Moment. Artefakte. Okay. Ich könnte eventuell auch sagen, Kaeya hat 2800 HP durch seine Artefakte extra. Und sie nur 900. Okay, das könnte. Warte. Eventuell rede ich gerade Bullshit. Sie hat 6000 jetzt ungefähr. Und Kaeya hat fast 8000. Aber Kaeya hat auch 2000 ungefähr mehr anhand seiner Relikte. Artefakte. Warte mal, was hat denn die Base AP? Kann man die Base AP sehen irgendwo? Weil Spiel 2 ohne 0. Moment. Ah, warte mal. Max LP 4000 plus 1900. 4076. Und Kaeya. 4000. Doch. Ich habe nicht gelogen. Kaeya hat 4800 HP und Barbara hat 4000 HP. Beide auf Level 40 ohne jegliche Extra-Effekte. Kaeya hat halt ohne irgendwas 800 HP mehr. Und er ist nicht der Healer. Und sie schon. Klar, das. Wenn sie jetzt mehr Base-HP hatte, dann wäre halt ihr Heal noch stärker, als was er schon ist, aber trotzdem. Irgendwie ist das bescheuert. Das sah witzig aus. Okay, Spiel 1 Uni 0,5. Die Logik bleibt bestehen. Warum gibt man
es ist der fucking Healer, der von seinem Max HP aus healt. Und ja, yeah. Oder ach, so kann es sein. Was zum Teufel? Hier ist schon wieder so ein komisches Windfeld. Kann es sein, dass ihr komischer Y-Move, also ihr Special-Fähigkeit, 100% ihrer Max-HP heilt? Das könnte, oder 75% ihrer Max-HP, das könnte sein. Je höher sie ist, desto höher skalieren ihre Leben. Ja, oder halt durch die Items. Aber wie gesagt, Kaea und Barbara sind jetzt beide auf Level... Ich will nicht erst in die Feuerblume reinspringen. Die sind beide auf Level 40 jetzt gerade. Und den Ball könnte ich ja mal wieder Inventar. Da. Sind beide Level 40 und klar, vielleicht sie scaled halt mit jedem Level mehr als er, aber er hat halt offenbar von Grund auf höheren Wert schon. Und vielleicht weniger Scaling dafür. Im Late Game. Trotzdem ist das irgendwie ein bisschen blöd. Warte, war die Kiste jetzt schon da? Habe ich jetzt gerade Kiste aufgemacht? Ja, oder? Da oben war ich drauf, da gucke ich aber gleich nochmal nach. Ja, schade, ein Skilling, was mit den Stufen hochgeht. Sie kriegt Prozent HP. Ah, okay. Was zum... Was ist dann Kaea sein Wert? Wie gesagt, aber der Fakt, dass sie halt trotzdem einen relativ schwachen Basis-HP-Wert hat, der ist ja trotzdem noch bestehend. Aber ja, im Late Game wird sie natürlich dann mehr als alle anderen haben. Ist da ein fucking Tornado da hinten? Da ist ein Tornado. Der hat den Windzug gemacht gerade eben. Ich finde es übrigens geil, das war eine scheiß Idee. Halt. Nein, jetzt hat sie schon losgelassen. Jetzt ist auch egal. Durch das zweite Mal ziehen von ihr hat sie einen Passive-Effekt, mit dem sie ihre Spezialfähigkeit halt alle 10 Sekunden um einen erhöht. Es ist ganz nett, dass die dann halt immer wieder das dazu bekommt. Ja, Oni, ich weiß. Nicht den Sprungknopf drücken, um höher zu springen oder schneller zu springen. Aber es ist so verlockend. Nein, 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 ich war noch nicht voll. Scheiße. Ja, super. Spiel 1, Oni minus 0,5. Kaea kriegt Energy Recharge. Okay. Damit er öfter seinen Frostatem machen kann. Ja, ist auch okay. Ist jetzt nicht das Beste, was ich mir vorstellen könnte für Kaea, aber ist okay. Was kriegt der Main Character? Angriff? Wahrscheinlich. Also ich meine, zumindest in Breath of the Wild kommt man zumindest schneller klettern. Ohne direkt runterzufallen. Venture Attack, ja. Yep. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe nicht auf die einzelnen Scalings geachtet. Aber ich bin davon ausgegangen, dass halt die Charaktere irgendwo ein Scaling haben. Und das wird wahrscheinlich auch dafür das Aushängeschild sein, in welches Tier die gehören. Und wie stark sie sind. Wahrscheinlich ist Diluc auch derjenige mit dem höchsten Attack-Scaling, gehe ich von aus. Wäre naheliegend. Barbara HP macht sogar Sinn dann halt. Mit ihren Skills, wenn sie davon abhängig ihren Healing hat. Also gerade, du fliegst da unten hin. Oder auch nicht. Ach, hier muss ich die Dinger herbringen. Achso. Na gut. Diluc bekommt Crit-Chance. Okay. Mit einem Claymore und einem Zweihänder quasi Crit-Chance. Das ist interessant. Ich meine, es gibt eine gute Waffe da auch, glaube ich, beim Zweihänder-Bereich im Battle Pass. Und es gibt auch halt genug gute Items dafür. Es ist trotzdem... Gerade bei den Zweihänder hätte ich auch eher Raw Damage genommen statt Crit. Wobei natürlich die großen, starken Angriffe, die wenn die dann noch critten. Das ist wie mit, keine Ahnung, Heimdallar in Smite. Er hat einen langsameren Angriffsspeed als alle anderen Hunter. Aber dafür haut er halt auch ebenmäßig dafür mehr rein. Ich glaube, was hat er... Statt 100% Attack Speed hat er dann 70% Attack Speed nur oder 80%. Und. Ne, Attack Speed nicht mal. Er hat eine andere Attack Chain, genau. 1,3 Sekunden
1,2, glaube ich. Oder 1,25. Und ja, dafür macht er aber auch dann 120% pro Treffer von seinem Angriffswert statt nur 100%. Kann man jetzt drüber streiten, ob es besser ist oder nicht. Wenn er natürlich trifft, und am Anfang ist das vollkommen egal, am Early Game fällt das gar nicht auf. Aber dann so 20-30% mehr Damage pro Basic Attack, das fällt doch ins Gewicht irgendwie. Gerade wenn er dann noch Attack Speed dazu hat und das noch weniger auffällt. Ich muss noch höher, oder? Ja. Es ist schon ganz nett. Also warum nicht auch Crit auf solchen großen, starken Angriffen von Diluc? Wobei ich jetzt Diluc nicht besonders mochte in dem Übungsdungeon. Ich bin einfach kein Zweihänder-Fan, eventuell. Und er war halt auch nicht auf Max-Level, dementsprechend... Er hat weniger Schaden gemacht als mein normales Hauptteam. Es war eventuell auch noch ein Punkt, das zugezählt hat, aber trotzdem. Hab ihn leider nicht, ja, ich auch nicht. Ja, und da ist halt der Punkt, ich sag mal so, wenn Leute ihn halt doppelt ziehen, mit ihren kostenlosen Ziehungen, dann ist das schön für diese Leute. Ich glaub's trotzdem nicht. Das glaube ich nicht, bevor ich es nicht gesehen habe. Wow, this light actuating ceremony does work magic. It looks like one of the three halos above has now become solid ground. Let's start looking for the next puzzle. Ja, wie gesagt, was war's? Diluc oder wer war es noch, den er hatte? Irgendwie war es noch, glaube ich. Aber es war hauptsächlich Diluc, glaube ich. Als zweimal gezogen innerhalb von 30, 40 Ziehungen. Natürlich, es kann passieren, aber... Egal, was die Wahrscheinlichkeiten sagen, ich glaube einfach nicht, dass das manche Person echt so bevorzugt oder manche Accounts so bevorzugt, dass es echt funktioniert. Weil es sind halt 30 Gegenstände, glaube ich, bei einer 5-Sterne-Klasse. Mit den Waffen und Charakteren gezählt. 10 Waffen mindestens. 5 Kategorien von Waffen. 10 Waffen. Und okay, es sind 15 ungefähr. Aber es ist halt eine 1:15 Chance dann immer noch, wenn man die 0,6% gezogen hat, dann noch Diluc zu ziehen. Dass man dann Diluc und Venti zieht innerhalb von 30, 40 Ziehungen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Es kann passieren, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Gerade, sage ich mal, bei kostenlosen Ziehungen. Wenn das jetzt gekaufte Ziehungen wären, dann könnte ich es eher nachvollziehen noch. Aber ich habe ja immer im Hinterkopf, dass solche kostenlosen Ziehungen, die man jetzt hier hat, oder die ich gemacht habe, dass die halt immer noch irgendwie anders behandelt werden als die normal gekauften. So, jetzt habe ich quasi... Ich muss das jetzt abstechen leider wieder, sonst vergesse ich das. Wo ich war. Halt. Nein, Karte. Venti-Banner, es ist 1:10, da dort keine Waffen drin sind, man eine 15 Venti-Chance hat, wenn es 5 Sterne ist. Ja gut, halt im Venti-Banner. Da ist es eventuell noch möglich, Venti dann so zu bekommen, oder eher zu bekommen. Aber da ja auch Diluc dann irgendwie ein, zwei Mate oder wie auch immer. Es ist, in meiner Welt ist das unwahrscheinlicher. Ist einfach so, keine Ahnung. Ich meine, es ist gerade in so einem Spiel, man könnte jetzt hier davon ausgehen, dass es irgendwo vielleicht Neidsprechen ist, weil man selber das nicht gezogen hat. Aber ich gehe jetzt rein mathematisch an die Sache ran. Mathematisch gesehen ist das fast schon eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass es so funktioniert hat. So, das ist das Ding, das ist das Wasserbecken. So, ich war bis hier, glaube ich, gegangen. Sieht wieder sehr schön aus, ich weiß, aber ich muss mir abstechen, wo ich war und wo ich nicht war. So. Weil dich eventuell weg, dann dafür da hinsetzen und eins hier noch hin, damit ich hier war.
Hier war ich ja dann, glaube ich, dementsprechend auch. Da gehe ich jetzt noch mal gucken, ganz schnell. Wow. Aber selbst da, ich sage ja, selbst da ist es unwahrscheinlich. Ich habe zum Beispiel jetzt in Discord gelesen, bei Hering nebenbei. Maxi, war es Maxi? Ich glaube, es war Maxi. Ich weiß, kennst du nicht, kennt keiner von euch wahrscheinlich, aber damit ich zumindest eine Person habe, die ich benennen kann. Oder war es Chippy? Einer von beiden, Chippy oder Maxi. Die wollte unbedingt Venti haben, weil sie Venti halt von der Story her cool fand. Und so weiter und so fort. Und die hat halt das Spiel mit 55 Euro einmal unterstützt und halt ihre kostenlosen Ziehungen gemacht. Und sie hat zumindest Venti einmal bekommen in der Zeit. Ja, und das ist halt so, ich weiß nicht. Wenn ich dann höre, dass jemand mit seinen kostenlosen 40 Ziehungen oder 50, 60 Ziehungen Venti oder Diluc zweimal hatte, so viel Glück kann keiner eigentlich haben. Eigentlich. Klar, wenn er das mir jetzt zeigen könnte, dann hat er sie vielleicht, aber wer weiß, ob er nicht doch dafür was ausgegeben hat. Venti toll finden in der Story? Die Rolle von ihm. Anscheinend. Ich glaube, sie fand die Rolle von Venti in der Story bisher ganz toll. Oder nett. Oder hübsch, wie auch immer. Auf jeden Fall wollte sie unbedingt Venti haben. Der einzige Grund, weswegen ich Venti haben wollen würde, wäre für seinen Revali-Sturm-Skill, um irgendwie mich zu knock-uppen, so ein bisschen zum Fliegen. Aber das ist auch ein Mini-Knock-up, den kann ich auch gerne ignorieren. Den brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ich meine, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, Venti ist die erstklassige Trap eigentlich gewesen. Ich dachte zu Anfang, Venti wäre eine Frau. Halt eine sehr flachbrüstige Frau, die nicht mal irgendwie ansatzweise die Brust zeigen möchte, wie Shangling vielleicht. Und ja, was ist? Es ist ein Kerl. Wenn man nur sein Gesicht nimmt, ohne Stimme dabei, dann hast du halt echt eine Trap. Kannst du sagen, was du willst. Ich weiß nicht, wie man da nicht als erstes an eine Frau denkt, wenn man ihn das erste Mal sieht. Wobei, okay, man könnte eventuell so andeutungsweise vielleicht doch sagen, er ist doch vielleicht, er hat ein bisschen was Maskulines an sich, aber er könnte halt entweder, keine Ahnung, eine Kampflesbe sein. Eine sehr männlich wirkende Frau. Oder halt eine Trap mit. Ja, oder halt Reverse Trap, keine Ahnung. Du kannst auch Reverse Trap nennen dann halt. Er wirkt recht geschlechtsneutral, sagen wir es mal so. Androgyn. Wenn man genauer hinguckt. Ich hasse Schildleute. Ich hasse die Schildleute. Ich meine, zumindest kann ich sie jetzt einfrieren und kann da hinten draufhauen, aber trotzdem hasse ich sie. Ich glaube, er soll auch sehr neutral wirken. Ja, weil er halt ein Gott ist. Wie es halt in der Story jetzt angeblich so. Also, was ist angeblich? Für mich ist es hundertprozentig, dass Venti jetzt Barbatos ist. Barbatos. Also, das können sie jetzt nicht wieder zurückrufen, dass er es jetzt doch nicht ist. Den habe ich ihm vergessen. Ach, da, den da unten. Wie gesagt. Und wahrscheinlich soll er deswegen so als neutraler Gott am Anfang halt auch neutral wirken. Ja, gespannt, wie die anderen aussehen. Also, die komische Gottheit von den Fatui ist wahrscheinlich so komplett hochmäßig und eingebildet. Und der vom Erdkönigreich, beziehungsweise vom Feuerkönigreich dann später wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich so ein Muskelprotz sein. Dumm, aber Muskeln wahrscheinlich. Und ich meine, komm, Venti ist ein Barde. Also, wenn das schon nicht bestimmte Sachen aus ihnen herausschreit, dann weiß man ja auch nicht. Prost. Klischees und so. Oh, ich hab lila eine Berserker-Rose bekommen. Oh, cool. Und eine lila Berserker-Sanduhr. Rezept Pilzer. Ich kann mir Pilzer machen. Okay, cool. Ich krieg gerade geile lila Items. Anscheinend.
So, ja, hier bin ich lang gegangen. Pilzer. Es ist wahrscheinlich eine Pilzer. Eine Pizza mit Pilzen, oder? In dieser Welt. Kann ich mir gut vorstellen. So. Also ich bin jetzt ungefähr eine Stunde unterwegs wieder, seitdem ich meinen Reconnect hatte. Ich habe jetzt ein Viertel pro Stunde hier abgegrast quasi. Das ist schon hart. Aber ich schaue, keine Ahnung. Bewerte mal, schaue ich mich zu gut um? Brauche ich zu lange zum Umgucken? Ich weiß es nicht. Ich habe halt, ich will halt nichts verpassen unbedingt. Nichts Wichtiges zumindest. So wie zum Beispiel hier irgendwie der komische... Ach komm, really? Genau da oben, wo ich nicht hinkomme von hier aus. Oh, super. Ja. Dauert das lange? Ist das viel? Ich meine, ich sag mal so, der Ausdauerbalken ist natürlich auch ein bisschen daran schuld. Und der Damage, den ich austeile. Ich habe eine ganze Weile schon höher Damage ausgeteilt. Ich habe halt leider schon Stufe 1 erreicht mit der Welt. Das wollte ich eigentlich nicht während des Prologs machen eigentlich. Oder erreichen. Weil... Wo rennt der jetzt hin? Wieso kann sie nicht nach unten weiter zielen? Das ist so bescheuert. Manchmal. Wie die ganzen Charaktere hier... Ich weiß nicht, ich mag Bogenschützen hier in dem Spiel nicht. Man kann nicht frei zielen, wie man möchte. Ich glaube, mit Feuer geht das einfacher eigentlich, oder? Aber nichts anderes. Muss so gehen. Beim ersten Durchgang durch die Map kann man nicht gründig genug sein. Ja, das ist halt der Punkt. Deswegen, es ist halt auch sowas, das habe ich dann halt im Breath of the Wild gelernt. Da war ich halt auch sehr gründlich eigentlich damals. Und trotzdem habe ich an so vielen Stellen Sachen vergessen oder übersehen, die einem einfach nicht aufgefallen sind. Lebt noch einer. Es sah gerade, als ob da vorne eine riesige Dampfwalze in der Luft war. Was? Ich meine, na gut, ich kann natürlich auch einfach gegen Ende hin, wenn ich irgendwie noch was vermisse, kann ich auch einfach eine Map nutzen. Aber ich weiß teilweise ja jetzt schon nicht mehr, was ich überhaupt eingesammelt habe und was nicht. Ich kann nur ungefähr bestimmen, wo ich war und wo ich nicht war. Wenn man es genau nimmt. Aber ich glaube, ich bin bei diesen Animokuli-Dingern für Ausdauer-Upgrades und so. Ich glaube, da war ich schon sehr ausgiebig eigentlich unterwegs und sehr ausführlich. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Kann ich nicht. Aber ich kann Inventar. Kann wieder Ausdauer-Essen essen. Ausdauer-Essen essen. Ach komm, das sollte eigentlich reichen bis da oben. Wieso kann sie jetzt da wieder nicht hochklettern? Das ist kein anderes Stück als sonst. Wieso kann sie das jetzt nicht? Selbst Link konnte so ein bescheuertes Zeug machen. Link, der sonst taubstumme. Ja, super. Also komme ich auch nicht hoch an das Ding. Da auch nicht. Da sind ein paar Blümchen. Okay. Dann gucke ich mir jetzt die... Da ist noch so ein Ding, okay. Da ist der Knock-Up. Ach ja, aber es wäre auch so ein Spiel. Ah, jetzt habe ich glaube ich 100 Stück eingesammelt von den Sachen aus Mondstadt, oder? Ja. Darauf habe ich jetzt quasi gewartet, dass da die Nachricht mal kommt.
Es ist natürlich auch nett, dass der Battle Pass halt beim Kauf halt nur mehr Items gibt und nicht andere Boni. Wobei, nachdem ich es gekauft habe, würde ich mir halt irgendwie doppelte Erfahrung wünschen. Aber hey. Kann ja nicht alles kriegen, glaube ich. So. Wieso werde ich hier schwer nicht genockt? Danke. Nicht hier. Okay, ich mache jetzt das Camp da unten und dann gehe ich so da rechts hin. Yay. Ab. Ich wollte eigentlich erst die Story zu Ende machen, aber da ich jetzt ja eh hier rumgescheucht werde für irgendwelche Aufgaben in der Story, kann ich jetzt auch hier schon erkunden. Wo sind die restlichen Dinger davon? Wieso habe ich den jetzt eingesammelt? Für was ist der? Ja. Oh, dieser Wind geht mir auf den Sack, der hier teilweise ist. Jetzt hängt sie schon wieder an irgendeiner Stelle fest. Oh. Yay, Abenteuerstufe 24. Cool. Eine Stufe und ich kann wieder upgraden. Aber ich habe, glaube ich, weder Geld noch Materialien. Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich den Fall noch ab. Ja. Abbrechen, aber. Ja. Der Input wollte nicht mehr. Okay. Das auch. Ach, das ist der Stern, den ich markiert habe schon. Okay. Da geht's dann zum anderen Golem rüber wieder. Oh, meine Güte. Hier heilen wir alle ein bisschen. Gut. Reingemacht, Barbara. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Okay. So, die Kiste, da hatte ich eingesammelt. Okay. Blümchen, Schleim, Karte. Oh. So, da war ich jetzt. Hier bin ich jetzt gewesen. Hier bin ich jetzt gewesen. Okay. Da ist der falsche Sticker. Na. So. Jetzt in die Richtung gehen, dann komme ich jetzt, glaube ich, sowieso dann wieder Richtung den Golem-Typen. Da hinten. Ach, warte mal, hier ist das Plateau über mir. Ah, okay. Karte. Vielleicht mal ein bisschen rauszoomen. Ja, hier ist das Plateau. Okay. Dann gibt es hier nicht viel zu finden eigentlich. Was sie immer abhauen müssen. Ist das bescheuert? Au.
Geh tot. Nein, nein, du gehst jetzt drauf. Oh Gott. Barbara, heil mal eben alle.